Ja, hallo zusammen, hier ist der Plopskommissar 70 mit einem weiteren Gastreplay. Und hier haben wir den Herbolzheimer 79 aus dem Clan X4X. Hier mit dem 5er TD der Japaner, den Honi 3. Auf der Map Wadi in einem 5er 4er Gefecht. Ja, das Team ist im Westen gestartet. Und wir haben hier 8 5er, 7 4er, darunter ein Heavy 7er. 7 mittlere Panzer, 2 TDs, 3 Lights, 2x die Arti. Dann hier 15x AP Standardmunition, 28x Premium Munition, 2x HE. Kleines Midkit, kleines Redkit. Dann Horimi, oder wie das heißt, Horimi. Die Ration für die Japaner und das Scherenfernrohr in der Ausstattung. Ich schätze noch Ansetzer und dann noch was anderes. Ja, sieht man nicht die Ausrüstung. Macht auch nichts. Ja, wie gewohnt beim Herbolzheimer die dritte Gunmark. Hier bei dem 5er TD. 2 Tomahawks, Hackerbeile. Der Japaner hat er schon auf dem Rohr. Und jetzt kommt das dritte dazu. Erster Schuss schon mal in die Gegner, schon 14 TP. Beim Leopard prellt er ab. Dann befindet er sich im Zug hier mit I-Herz. Ja, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Aussiklan Maha mit dem Leopard unterwegs. Ja. Da hat kurz mein Wecker geklingelt. Entschuldigung. Ich lasse das jetzt mal einfach so drinne. Hab ja schnell ausgemacht. Ja, warum klingelt bei mir mitten im Replay das Wecker? Weil jetzt Spritzenzeit ist. Ja, ich nehme jeden Samstag, muss ich eine Spritze nehmen. Aber die habe ich schon genommen. So viel dazu. Wir sind zurück hier beim Gefecht. Jetzt habt ihr wieder ein bisschen Privatleben bei mir im Video gehört. Zwei steht es. Da prallt er beim AMX-40 ab. Jetzt penetriert er den. Oberwanne getroffen. T-34, 57 HP dort hinten. Die Stahlente hier, der AMX-40. Ja, Turm getroffen. Und jetzt sogar in die Garage geschickt. Erster Kill. Wir sind bei 710 Damage, 116 Aufklärungsunterstützungsschaden. 1 zu 3 steht es. M8 A1. Seitwärts penetriert. Ja. Sag mal, typisches Lottiergefecht. So, den T14 jetzt in der Seite. Der T14, das ist ein Premium Heavy. Den hatte ich da auch mal. Ein schreckliches Teil. Premium Heavy der Amerikaner ist das, T14. AMX Elk Biss. Oh, penetriert. Okay. Oh, Fallschaden, aber nicht zerstört. Ist noch glücklicherweise runtergekommen da. 2 zu 4, 3 zu 4. M8 A1 ist gerade von der Arti ausgelöscht worden. So, 32 HP bei dem T14 noch. Ah, der Schuss ging in den Felsen. Der prallt ab. Hier zu 4. Ja, wenn der Herbolzheimer hier die dritte Gunmark erreicht, ist das der Panzer 278. Ja, und dann folgt auch noch gleich ein weiteres. Oh, schön Brandschaden hier auf den AMX Elk Biss. Bis.
Der IEATS, wie er heißt, hat auch einen Kill. Ja, wie gesagt, nach diesem Replay kommt ein weiteres Replay. Und zwar mit dem AMX 13 FL11. Das ist ein 5er Premium Light der Franzosen. Da ist er bei der nächsten Gunmark dabei, also beziehungsweise auch die dritte Gunmark. Wie gewohnt vom Herbolzheimer. Und nach dem Panzer 278. seiner Liste kommt natürlich mit dem AMX dann der Panzer mit der Nummer 279. in seiner Liste. So, zweiter Kill. PZ. Nee, den SAV M43 rausgenommen. So, jetzt hat er ein paar Schuss abbekommen hier. Schlagabtausch mit dem PC3J. 2270 Damage. 199 HP hat er noch. 9 zu 6 steht es. Nächster Kandidat, den er beschießt, ist der Kavalier. Heißt der wirklich so? Tatsächlich. Ich kenne diese Lotier-Dinger nicht. 11 zu 6. So, 2000, also 3000 kombinierter Schaden, sagen wir mal. So, der IEATS hat auch 2 Kills. Also wirklich schwer für mich auszusprechen. Ne, geschrieben IHEATZ. IEATS. Tut mir leid. Uiuiuiuiui, da wird er von dem gegnerischen Leopard weggemäht. 11 zu 8 steht es. Wir schauen uns nochmal die letzten Minuten an. Mal sehen, ob er hier weiter switcht auf seinen Zugpartner. Erstmal sehen wir hier das Wrack von seinem Honi 3. Jawohl, er geht zu seinem Zugpartner. Wir sind jetzt zu Gast beim kleinen Leopard. Wo ich, ja, den Herbolzheimer jetzt gerade der Gegner mit dem Leopard rausgemäht hat. 14 zu 9. Dann ist die Runde doch gleich zu Ende. Ah, der gegnerische Leopard ist der letzte im Bunde. Und jawohl, vierter Kill für den IEATS und wir sehen uns in den Stats. Sehr schön. So, kommen wir zur Auswertung. Überschrift Honi 3 Ace, dritte Gunmark, der 278. Panzer. Ich habe es schon gesagt, da haben wir sogar noch hier ein Panzerass, sehen wir da. Und dann hier das dritte Hackerbeil auf dem Rohr. Sehr schön, eine Applikation bei den Japanern. Ja, und dann haben wir hier Wirkungsfeuerschläger und dann 46.362 Credits. XP kommen später, Großkaliber, Unterstützermedaille. Da geben wir eine Teamauswertung. Ja, 2.681 Damage, 3 Kills, 1.097 Basis-XP. Und der IEATS hier mit dem Leopard hat 1.196 Damage, 4 Kills und 1.053 Basis XP. Hier mal ausführlichen Bericht. 38 mal geschossen, 28 mal getroffen, 23 mal durchschlagen, einmal Flächenschaden. No, gut, dann haben wir hier 1974 Damage über 300 Meter. No, und 422 Aufklärungsunterstützungsschaden macht, wie gesagt, einen kombinierten Schaden von 3000 rund. Ja, gefahrene Strecke 1,56 Kilometer. Dafür gab es 42.197 Credits. Abzüglich Repair, Munition und Ration ist ein Minus von 43.874 Credits. Kann man auch nicht den ganzen Tag machen. Ja, und seine Spielzeit war 6 Minuten 45. Dann kam der Gegner Leopard. Und der wurde ja in der Minute 7,37 dann rausgenommen. Ja, dann die Basis-XP plus Siegbonus 1.645. Bleibt auch bis am Ende so und 82 freie Erfahrung. Ja, nette kleine Runde hier mit den japanischen TD. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, es kommt noch ein weiteres Replay heute raus mit dem AMX 13 FL11. Jawohl, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, auch wenn es Lotier-Gefecht ist. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.